Wenn nun aus einem Atom, in dem es einen Atomkern gibt, der positiv geladen ist und darum die Elektronenhüllen, Schalen, auf denen die Elektronen um den Kern kreisen, eines dieser Elektronen herausgeschlagen werden soll, mit einem weiteren Elektron, das zum Beispiel aus der Mikrosonde auf diese Elektronen auftrifft, damit es herausgeschlagen wird, dabei Röntgenstrahlung frei wird und das andere Elektron eben weggestreut wird, braucht man eine bestimmte minimale Energie. Und die können wir in Tabellen nachschauen. Zum Beispiel bei Eisen hat die K-Schale oder braucht man, um aus der K-Schale ein Elektron herauszuhauen, 7112 Elektronenvolt oder 7,1 Kiloelektronenvolt. Jetzt gibt es aber, oder jetzt ist es so, dass nicht jedes Elektron natürlich dort ein anderes herausschlägt. Also nicht jedes, das kommt, schlägt den Elektron raus, sondern nur jedes x-te. Also das ist ein relativ seltenes Ereignis auch. Und das Ganze nennt man dann einen Wirkungsquerschnitt. Damit wird so angegeben, also wie viele Elektronen eine Wirkung entfalten, wenn man hier so einen Querschnitt betrachtet. Also wie viele Elektronen treffen auf diesen Querschnitt hier auf, der hier durchgeht, und wie viele davon schlagen dann ein Elektron raus. Und dieser Wirkungsquerschnitt ist jetzt abhängig von der Anregungsspannung der Elektronen, also von dem hier. Und da ist es so, dass mit 7,1 Kiloelektronenvolt kriegt man gerade eins raus. Wenn man aber die Spannung erhöht, dann hat man eine höhere Chance, dann ist der Wirkungsquerschnitt höher, dass man Elektronen herausschlägt. Und dieser Wirkungsquerschnitt ist in einem Diagramm dargestellt. Und in diesem Diagramm ist auf der x-Achse einmal aufgetragen die sogenannte Überspannung bzw. Überspannungsverhältnis. Und mit Überspannungsverhältnis ist gemeint, diese Anregungsspannung hier, also die hier, oder diese minimale Anregungsspannung, nennen wir sie einfach mal U min, und die steht dann im Nenner, also die lösche ich mal, ich schreibe sie kurz hier weg, die steht hier unten U min und darüber die eigentliche Anregungsspannung, also nennen wir es einfach mal U Anregung. Und das ist, was hier aufgetragen ist auf der x-Achse. Auf der y-Achse ist schlicht aufgetragen der Wirkungsquerschnitt und der wird als Q bezeichnet. Der wird unterschiedlich angegeben, entsprechend unterscheiden sich die Einheiten, deshalb gehe ich darauf gar nicht näher ein. Die Überspannungsverhältnisse wird natürlich in Volt angegeben, beziehungsweise ist ein Volt-Verhältnis natürlich, also ein Volt-Verhältnis. Und das geht los bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und bei 1, das wäre jetzt in dem Fall U-Min oder U-Anregung durch U-Min gleich 1. Also U-Min oder U-Anregung ist gleich der Mindestspannung. Und dann wäre man genau hier. Also hier hat man natürlich auch schon ein paar Ereignisse, aber noch nicht so viel. Und jetzt steigt das Ganze an mit steigender Überspannungsverhältnis. Und zwar so. Es geht ziemlich steil hoch. Ich kann so vielleicht ein bisschen so. Geht ziemlich steil hoch. Und hat bei ungefähr einem Überspannungsverhältnis von 2 sein Maximum. Und danach fällt es dann wieder ab. Relativ langsam, ungefähr so. So sieht es aus. Und hier ungefähr ist dann ein Maximum. Das heißt, um Eisen K. die Eisen-K-Linie anzuregen, das wäre immer so diese Eisen-K-Alpha-Linie, aber das ist die Bindungsenergie von dem Elektron, bräuchte man sowas wie 14,2 Kiloelektronenvolt. Und eine typische Spannung, die man verwendet für die Mikrosonde, ist 15 kV, jetzt nur kV, weil es die Anregungsspannung ist, nicht die Energie. Das ist typisch und damit kommen wir natürlich sehr gut hier hin. Manchmal nehmen wir auch 20 kV und das hat andere Gründe. Dann würde man ein bisschen weiter hier hinten liegen. Also wäre immer noch okay, das Maximum wäre da. Das heißt, wenn man die Spannung aussucht, die Anregung, die Beschleunigungsspannung an der Mikrosonde,
oder auch an einem Raster, wenn man mit EDX misst, ist ja das Gleiche. Da muss man schauen, dass man ungefähr irgendwo in diesem Bereich ist, auf jeden Fall nicht zu weit hier vorne, denn sonst bekommt man dann nicht ausreichende Ereignisse. Und das ist die Sache mit dem Überspannungsverhältnis beziehungsweise mit und die Relation zur Anregungsspannung und dem Wirkungsquerschnitt.